Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Shazam. Ich bin heute natürlich wieder das Bruce und wir schauen weiter in diesen Katakomben, was wir so für interessante Sachen finden. Genau, die Geschichte hatten wir ja hier schon geschafft. Ich würde gerne nochmal hier zurückgehen, um einfach zu schauen, was wir hier noch so zu finden haben. Denn hier war ja irgendwie auch die Rede von irgendwelchen wundervollen Sachen, die wir finden müssen. Wow. Ach. Dieses doofe Vieh, ey. Es geht mir auf den Senkel. So. Wir gucken mal hier runter, was hier so ist. Da ganz runter will ich natürlich nicht. So, sehr schön. Was grindet hier so ein bisschen? Wow. Okay. Aua. Ist ja eklig. So. Eine Kettenhaube. Hey. Das ist etwas für den Kopf. Wundervoll. Mehr Verteidigung ist gut. Die sehen aber immer noch gleich aus. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich glaube, so eine Kettenhaube würde dem Charakter hier eh nicht so stehen. Das ist hier seltsam. Keine Ahnung. Wow. Aus Versehen hier noch. Nee, gut, Mensch, hat's ja gelohnt, hier nochmal runterzugehen. Gucken wir direkt mal weiter, was wir hier noch so vergessen haben. Yay! Wow! Unhold. Schade, ich dachte, es wäre eine Assassine. Das wäre irgendwie lustig gewesen. Weil die ja so ähnlich aussehen. Also warum eigentlich? So. Na. So. Also die Unholde gehen eigentlich ganz gut. Das passt schon irgendwie. Da komme ich mit klar. So, hier war nix. Ich frage mich ja, ob ich schon Hinweise übersehen habe. Es wäre echt ein bisschen ungünstig, aber ich könnte es mir halt vorstellen. Ah, schön. Das finde ich gut. Können hier direkt mal speichern. Ups, so. Dann können wir weiter gucken, was hier noch so abgeht. Okay. Ah, na, du. Rauf da jetzt. So. Wow. Okay. Ich habe eben gerade nicht damit gerechnet, dass ich da schon drauf lande, aber okay. Oh no. Eine Taschenuhr. Okay. Ich hoffe, die gehört keinem Bewohner, weil das wäre echt nicht schön. Wenn. Das wäre richtig schade, wenn Dorfbewohner hier sterben würden. Ah, okay, jetzt bin ich wieder hier. Nun gut, wir gucken mal, was... Achso, hier geht's nicht weiter, ja, okay. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Ja, da unten fehlt mir noch einiges, ne? Mhm. Aber hauptsächlich da, okay. Da ist was Rotes.
gar nicht, was das Rote bedeutet, aber naja. Ich falle mal nochmal hier runter. Weil ich bin ja erstmal grundsätzlich nach unten gegangen, glaube ich. Nicht wahr? Und hier war ich noch gar nicht, ne? Deswegen, hier wollen wir uns natürlich auch nochmal umgucken. Als am einfachsten, indem ich mich nochmal runterfallen lasse. So. Oh, okay. Okay. Ist natürlich nicht so praktisch. Wow. Ah, okay, so könnte man es machen, ja, okay. Nope. Nope. Level up, yay! Schönes Ding. Level up ist immer gut. Und Putenschenkel auch. Vor allen Dingen, wenn in einer ewig langen Basis diese Geräusche, wie diese Teile wieder respawnen, das ist echt gruselig, aber naja. Gibt Schlimmeres. So. Oh, hier ist ein Dude. Nice. Sieht aus wie ein Blacksmith. Danke für die Hilfe. Ich bin Dom, der hiesige Schmied. Ich würde helfen, diese Korridore zu säubern, aber ich bin besser im Schmieden von Schwertern als in ihrer Anwendung. Komm doch mal in meinen Laden in Carters vorbei. Ich mache dir einen guten Preis für neue Ausrüstung. Sehr schön. Ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass wir den Blacksmith hier freigeschaltet haben. So, ansonsten eine Marke. Sehr schön. Können wir einmal spielen. Ein Gegengiftrezept. Das können wir auch der Kollegin geben. Dann kann die da das Gegengift zusammen schustern. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Mensch, wir kommen voran. Ja. Immer zwei. Das sollte so die Regel sein. Ups. Hätte mich ja beinahe gekriegt hier. Na. So. Aua. So. Waren wir da jetzt schon da, eigentlich? Ja, waren wir jetzt. Okay, gut. Dann kann ich mich hier wieder runterfallen lassen. Sehr schön. Und dann geht's geradeaus erstmal weiter. Ah! Wundervoll. Eine Wissensschriftrolle. Ich fühle mich geschützt. Das ist schön. Aua. Nee. Meine Damen und Herren, Kinder jeden Alters, kommt herbei und dreht das Rad des Schicksals. Das Rad ist für all jene, die alles aufs Spiel setzen wollen. Doch es ist Vorsicht geboten, wie auch im Leben läuft hier nicht immer alles glatt. Wirst du das Rad des Schicksals drehen? Ja, komm, YOLO. Viel Glück. Ah, okay. Das heißt also, man kann quasi hier Dinge gewinnen oder auch verlieren. Ich dreh's nicht. Ich kenne mein Glück. Und es ist meistens nicht mit mir. Und dementsprechend nein. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal einen Glückstrank oder so finde, dass ich das dann mal mache. Das wäre sinnvoll, aber anders erstmal nicht. So, war ich hier schon? War das das, wo man wieder nach oben kommt? Kurz mal auf die Karte geguckt. Ja, war es. Aber genau, ich wollte gucken, warum war da eigentlich rot? War das der Weg zum... Ah, das war der Speicherpunkt. Ja, okay, das ist auch eine gute Sache.
Dann speichern wir an dieser Stelle. Das ist eine gute Idee. So, war ich denn jetzt überall schon? Da war ich auch schon drin. Warum ist da ein Punkt in der Mitte? Keine Ahnung. Okay. Wow. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo war ich denn noch nicht? Hä? Ich war da überall schon. Das ist nicht gut. Der Bereich, okay. So, also, wow. Wir hatten Schwert, Krug und ich überlege gerade, ob das hier jetzt schon ein Hinweis war. Also wir hatten Schwert, Krug und... was hatten wir noch? Ist das hier die Sonne gewesen? Ich meine, ist das jetzt eine 8 oder... Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, was die anderen so sagen. Hier runter zu gehen, wird sich nicht lohnen, deswegen lassen wir das. Okay. Ha. Das ist ein Auge. Ah, Moment. Ein Kampfgürtel, okay. Also, wahrscheinlich ist das hier. Das hier die Sachen. So, hier sind 4 Kelche. Genau, hier sind 4 Schwerter. Und es sind auch. Genau, es geht um Sterne, ne? Es sind 1, 2, 3, 4, 5. Oder 6, 7, 8, 9. Also 5 oder 9 Sterne. Und 4 bin ich mir eigentlich relativ sicher. 5 oder 9 bin ich mir nicht 100% sicher. Aua. Mann, Dude. 2 Schläge. Das kann nicht so schwer sein zu merken. 2 Schläge, mehr nicht. Meine Güte, ey. Ja, genau, war genau richtig. Da ging's zum Hub. So, und ach ja, genau. Ich glaube, ich wollte diesen Weg hier nehmen. Vorher gehe ich aber nochmal speichern. Okay. Ja, muss auch mal sein. So, und da fällt mir ein, genau, wir haben ja jemanden hier freigeschaltet. Deswegen gehen wir noch mal kurz zum Dorf, um einmal dem Bürgermeister Bescheid zu sagen und um auch noch mal zu gucken, was jetzt hier so Neues ist. Ah, du hast Dom gefunden. Was für ein Glück. Ich wüsste nicht, was wir ohne sie tun sollten. Ohne sein Geschick in der Schmiede wäre diese Stadt nur noch ein Loch im Boden. Tja. So ist das. Ich meine, das finde ich cool, dass man hier so ein bisschen den ganzen Stuff hier aufrechterhält. Reden. Also dann, bereit für eine Mission? Ich habe noch etwas Ausrüstung zum Verkaufen, kann aber nichts Neues schmieden. Diese Kreaturen haben mir meinen Schmiedehammer entrissen, als sie die Stadt überfallen haben. Mein Vater hat ihn mir gegeben, als ich mit dem Schmieden angefangen habe. Ich habe versprochen, ihn immer zu nutzen.
Sobald ich meinen Hammer zurück habe, kann ich aus deinen Rohmaterialien neue Gegenstände fertigen. Halte deine Augen offen und gib mir Bescheid, wenn du ihn findest. Ja, gut. Mach ich. So, man könnte jetzt natürlich hier lustige, tolle Sachen holen. Interessant. So, Faustmesser. Messinghelm. Ah, es wird natürlich noch ein bisschen mehr Verteidigung und Stärke und Angriff geben. Ich weiß nicht. Bronzerüstung würde sehr viel mehr Verteidigung geben. Aber ich bleibe erstmal hierbei. So, und gehe dann stattdessen nochmal hier so ein bisschen rein und überprüf mal, was wir noch so rausfinden, wenn wir hier durchgehen. Also erstmal gucken wir, wo wir jetzt überhaupt sind. Okay, das heißt, wir können noch nach da oben. Und dann sind wir aber auch schon in dem... Ne, Moment. Was sind wir denn hier? Ja doch, ist ja der Bereich hier, ne? Ist okay. Gut. Achso, ach, wir sind direkt hier. Ach, das ist praktisch. So, hier hatte ich gesagt 5, hier hatte ich gesagt 4 und hier hatte ich auch gesagt 4, nicht wahr? Ist ja nicht schlimm. Gehen wir halt hier einmal im Kreis so ein bisschen. Ja, es ist ja quasi nur dieser Weg hier nach oben. Dann machen wir mal 9 bei dem anderen. Und wenn das auch nicht stimmt, dann... Dann Brute Force ich. Nein! So. Okay. So, Konzentration jetzt. Ist ja wie bei Level Head. So. Genau. Hier rüber und hier rüber. Puh. Ja, die Frage ist, macht es mehr Spaß, wenn ich einfach sage... Yeah! War doch die 9, aber die anderen waren richtig. Sehr schön. Finde ich gut. Das macht Spaß soweit. So. Du Unhold, gehe sofort. Aua. Ey. Gar nicht nett. Ohne Müll hier. Die macht ja Gift. Das finde ich ja gar nicht nett. Na. Das trifft. Ah, darum mag ich Peitschen lieber eigentlich. Die machen mehr. Oh. Ist ja gar nicht so gut. Okay. Oh. Oh, ey, du Spinne, ey. Ah, das ist ja eindeutig eine Spinne. Eine Springspinne. Die hüpft einem direkt ins Gesicht. Ach, das sieht ja vielversprechend aus. Sieht sehr spaßig aus. Oh nee. Nope. I don't like it. So.
Okay. Eine Hellebarde. Eine goldene Hellebarde. Ja, sie ist sehr langsam, das muss man sagen. Ich probiere die mal aus. Ja, man muss halt schon... Okay, das war... Die Dinger nimmt man halt. Spuk, okay. Wow. Ich bin... Au, 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 au. Ah. Gemein. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob Hellebarde so eine gute Idee ist. Wow. Ja, doch. Also die geht schon ganz gut durch. Wow. Während du hier bei mir hier drinnen, also okay. Boah, der war fies. Der war echt fies. Aber dafür hat er auch die Quittung bekommen. Muss man mal so sagen. Der war ganz gut. Level up, yay! Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da was sein könnte. Aber nein, war es nicht. Woohoo. Trotzdem Level up. So. Ich meine, die Reichweite ist natürlich leicht erhöht als beim Langschwert. Ah, ich glaube, ich behalte das erstmal. Ich glaube, ich behalte ihn erstmal. Oh, da ist der nächste Bossfight, so wie es aussieht. Darum ist hier auch einmal der Speicherpunkt. So, das bedeutet, wir machen jetzt den nächsten Bossfight. Ich bin gespannt. Ih, oh nee, das sieht nicht gut aus. Oh nee, gar nicht gut. Ja. Okay. Hi, ach so, das sind ja dann so Marken. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Bin ich tot, Mensch. Okay. Okay, das war nicht schlau, okay. Ich glaube, ich bleib bei der Hellebarde. Ah, Mist, ey. Schieß sie halt früher ab, ey. Mann. Jetzt andere Ausrüstung zu holen, ist aber echt umständlich, ne? Na gut. Ach, Mann. Knapp.
aus Versehen geschafft. Ich hab's aus Versehen geschafft. Wow, Mensch. Ein Träumchen ist das. Nein, jetzt bin ich aber gespannt, wo es hingeht. Oh, oh. Wow. Okay. Okay, wir brauchen drei Hits. Ich würde gerne... Moment. Ich muss kurz gucken. Ich habe hier einen Ledergürtel. Kampfgürtel. Wow. Weitaus besser als das. Und dann gucke ich mal hier den Ledergürtel an. Glück bisschen weniger, aber ansonsten... Okay, also der bringt mir noch ein bisschen mehr da. Ein bisschen mehr Leben, aber naja, ich meine... Nee, komm, hier, hau mal raus. Vier Hits brauchen die, das ist ganz schön viel. Oh yeah. Bitte lass das ein Hub sein. Sehr schön. Wundervoll. Ah, okay. Jetzt kann man auch sagen, wo man hinreisen möchte. Das ist schön. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Ab in die Feste. Joa. Dann gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um in der Feste. Au. Geht ja gut los hier. Direkt mal aufs Maul. Na. Okay. Die Angriffsrate der Gegner ist hier noch nicht so hoch. Das ist schon mal ganz okay. Kann ich quasi nochmal zigtausend andere Bereiche erkunden, wo ich schlittern konnte und es noch nicht konnte. Mensch, guck mal an. So, aber noch ein bisschen Lore. Ich habe König Trell seit seiner Kindheit treu gedient, aber ich muss mich der Tatsache stellen, dass er nicht länger der Mann ist, den ich einst kannte. Ich bin mit seiner Karawane hierher gekommen in der Hoffnung, dass ich seinen Wahn rückgängig machen könnte, aber ich fürchte, dass er schon jenseits jeglicher Rettung ist. Warum hat der König entschieden, seine Burg hier neu aufzubauen? Das muss mit den verfluchten Katakomben zusammenhängen, die sich unter uns befinden. Die Antworten, nach denen ich suche, müssen irgendwo in den labyrinthartigen Tunneln verborgen liegen, die sich durch diese Berge winden. Ich bete dafür, dass die Wächter meinen Pfad in diesen dunklen Zeiten erhellen. Okay, also hier scheint ein Professor so mehr oder weniger gewesen zu sein. Interessanter... Stuff, muss ich mal so sagen. Okay, so, da komme ich trotzdem noch nicht hoch und da auch nicht. Also gehe ich hier unten erstmal weiter. Also warum nicht, ne? So, hier ist windig. Schild oder so benutzen darf.
gerade runter, ist okay. So, dann sind hier wieder ein paar Minenarbeiter. Ja. Geisterhafte Minenarbeiter. Interessanter Punkt, dass es hier auch um Minenarbeiter geht im Prinzip, ne? Weil wer weiß, was das bedeuten mag. Aber der Soundtrack ist unheimlich gut. Muss ich einfach mal so sagen. Ich finde das voll schön. So, gehen wir mal zurück in die Katakomben. Naja, Nekromant und ich habe einen Stacheldolch bekommen. Klingt mir fast eher nach einem Wurfobjekt. Und da haben wir auch schon wieder ein Level Up. Sehr schön. Level Up ist immer schön. Ah, ist zwar nicht zum Schlittern, aber zum Buddeln. Tatsächlich. Hier war noch der... Ach, ein Stärketrankrezept. Das ist gar nicht das, was wir gesucht haben. Aber hey, Mensch. Immerhin haben wir hier jetzt nochmal das gefunden. Übrigens hier, um mal zu zeigen, also ich bin wieder zurück in die Minen gegangen. Ja. War ein ganz schönes Stückchen weit weg, muss ich mal so sagen. Aber hey, immerhin haben wir das gefunden. Aber na gut, wir suchen weiter nach was zum Schlittern. Ja, ich finde du noch Sachen zum Buddeln. Wir haben hier wieder was zum Buddeln gefunden. Aber hey, vielleicht ist das ja wenigstens ein Geheimvorrat. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja. Zwei Teile von dem Geheimvorrat haben wir jetzt schon. Fehlt ja nur noch einer. Vielleicht suche ich den jetzt auch noch. Sollte vielleicht meine Hellebarde wieder ausrüsten. Aber wie gesagt, wir gucken mal nach etwas zum Schlittern. So, letztendlich haben wir doch noch endlich mal was zum Schlittern gefunden. Ich nehme gefühlt seit 10 Jahren auf. Und wir haben den Schmiedehammer gefunden. Yeah, das ist natürlich eine coole Sache. Weil damit haben wir dann ja direkt mal eine Quest abgeschlossen, wo wir quasi dem Schmied ja versprochen haben, seinen Hammer wiederzufinden. Nicht schlecht. Das ist eine coole Sache. Und ja, das ist doch mal... das hat sich zumindest mal gelohnt, 2 Stunden nach einer Schlitterstelle zu suchen. Nicht wahr? So, ich gucke jetzt hier noch ein bisschen rum. Hatte ich mich hier eigentlich schon mal runtergegraben? Ja, okay. Nein, ich war mir nämlich gerade nicht mehr sicher. Ich gucke noch ein bisschen rum, ob ich hier noch was finde. Und dann würde ich sagen, gleich bin ich wieder da. So, ich bin mal wieder an der Oberfläche. Habe mich mal wieder ein bisschen nach oben gearbeitet. Damit wir hier nochmal kurz die Quests abgeben können. Da zündet mir einer den Ofen an, du hast ihn gefunden. Seit ich meinen Hammer verloren hatte, habe ich mich wie eine Scheide ohne Schwert gefühlt. Jetzt, da ich ihn zurück habe, kann ich dir neue Gegenstände schmieden. Sag mir einfach, woran du interessiert bist. So, cool. Also, man kann hier quasi so ein bisschen nach und nach Meteorhelm, okay. Ja, finde ich eine coole Sache, ne? Also definitiv. Klingt gut. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt. Und außerdem, meine ich, haben wir noch ein Rezept gefunden für die Kollegin hier. Oh super, du hast dein Gegengiftrezept gefunden. Jetzt kann ich einen Trank herstellen, der Vergiftung heilt. Ich werde es sofort ins Menü aufnehmen. Das ist das Rezept für einen Zornestrank gefunden. Jetzt kann ich einen Trank herstellen, der deine Stärke für kurze Zeit erhöht. Ich werde es sofort in das Menü aufnehmen. So,
halte bitte nach weiteren Rezepten auch schon. Ich habe schon viel gelernt, aber es gibt noch so viel mehr zu lernen. Okay. Haben wir Gegengift und Stärketrank jetzt drin? Ich lasse das mal noch. So, ich könnte ja auch nochmal das Glücksspiel machen, das mache ich ein anderes Mal. Ich gucke nochmal kurz bei dem Kollegen hier vorbei. Haben wir irgendwie gefunden? Ne, okay, gut. Schön. Ja, nö, dann würde ich sagen, können wir an der Stelle auch sagen, oder ich zumindest sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gern ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Ihr könnt auch gern ein Abo da lassen, damit ihr wisst, wann es hier weitergeht. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal.